Morgen auch von mir. Wie gesagt, heute ist Psalm 1 das Thema und ich werde ihn erstmal vorlesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wir wissen, unsere Gesellschaft treibt ihrem Ende entgegen. Wir dürfen nicht mehr reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, denn hinter jedem Wort lauert mindestens eine Zweideutigkeit, die direkt gegen uns verwendet wird. Wir dürfen nicht mehr Mama und Papa sagen, denn das widerspricht der Gleichberechtigung und den familiären Konstrukten, die von der Gesellschaft derzeit etabliert werden. Wir dürfen nicht mal mehr von Mann und Frau reden, denn das Geschlecht ist nicht mehr sicher, sondern jederzeit wählbar. Wir sollen tolerant gegen jedermann sein und aber alles kritiklos akzeptieren. Einzig bibeltreue Christen sind von dieser Toleranz ausgenommen. Wir müssen schmerzvoll zusehen, wie in den Kirchen jeglicher Ausrichtung das Wort Gottes immer mehr vernachlässigt, verdreht und gänzlich ins Gegenteil geführt wird. Wir stehen im Gebet mit denen, die das Wort unseres Herrn hochhalten und dafür von ihren eigenen kirchlichen Organisationen vor den Kadi gezerrt und angeklagt werden. Wir müssen mit großem Bedauern sehen, wie im christlichen Abendland überall Moscheen gebaut und diese auch noch von Kirchenvertretern abgesegnet werden. Wir müssen unseren Kindern bereits im Kindergarten erlauben, ihre Sexualität möglichst freizügig ausleben zu dürfen. Wir müssen unseren Kindern erlauben, sich ihr Geschlecht selbst auszusuchen und dürfen den Ärzten nicht widersprechen, wenn sie Pubertätshemmer oder die Pille danach verschreiben. Wir dürfen selbst jenen Homosexuellen nicht helfen, die von sich aus ihre Empfindungen als Sünde erkennen. Unsere Gesellschaft missachtet die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um die CO2-Thematik. Die Gesetzgebung missachtet die Erkenntnisse der Wissenschaft zu einer frühzeitigen Geschlechtsangleichung. Wir beobachten, dass das Wort Gottes immer mehr an Wert verliert. Und wir müssen daher befürchten, dass in nächster Zukunft auch die Präambel unseres Grundgesetzes geändert wird, damit der Gottesbezug gänzlich aus der Politik verschwindet. Es ist schon schlimm, sich gegen Gott zu stellen, aber sich dann auch noch der einst so hochgelobten menschlichen Vernunft, wie sie spätestens seit Immanuel Kant gelehrt wird, zu entziehen, kann nur als völlige Katastrophe angesehen werden. Das zeigt deutlich die rein ideologische Ausrichtung unserer aktuellen Mainstream-Gesellschaft. Nelson Mandela wird folgendes Zitat zugeschrieben: Die Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man am Umgang mit ungeborenen Kindern und pflegebedürftigen Alten. Ungeborenen wird einerseits das Recht zu erben zuerkannt. Andererseits wird ihnen das Recht auf Leben aberkannt. Alten und schwerkranken Menschen wird erlaubt, ihrem Leben vorzeitig ein Ende zu setzen, wann immer sie das wünschen. Regierung, Medien und große Teile der Gesellschaft scheinen gleichgeschaltet. Am schärfsten war dies während der Corona-Krise zu beobachten. Rechtsbrüche und menschenverachtende Maßnahmen, die vor 2020 für unmöglich gehalten wurden, waren plötzlich an der Tagesordnung. Wir wurden gezwungen, unsere kranken Kinder 14 Tage in ein Zimmer einzusperren. Wir wurden gezwungen, unsere Eltern und Großeltern gänzlich allein sterben zu lassen. Wir wurden gezwungen, eine Impfung vornehmen zu lassen, deren Nebenwirkungen noch nicht genügend erforscht waren. Menschen, die mit vernünftigen Argumenten dagegen aufstanden, wurden mundtot gemacht, aus ihren teils hohen Ämtern entlassen und überall diskreditiert. Der ergebnisoffene Diskurs, der zuvor in der Wissenschaft und auch in der Politik hochgehalten wurde, war plötzlich nicht mehr erwünscht. Aussagen, die während der gesamten Krise als Schwurbelei, leugnerisch und oder rechtspopulistisch diskreditiert wurden, werden inzwischen von der Wissenschaft in den Mainstream-Medien bestätigt. Die Masken waren völlig wirkungslos gegen Corona und der Impfstoff kann sehr wohl starke Schädigungen, zum Beispiel am Lungengewebe, hervorrufen. Die Sicherheit in unserem Land schwindet. Es gibt keine krisensicheren Arbeitsplätze mehr. Es gibt keine krisensichere Anlageform, falls es die je gegeben hat. Und die Altersvorsorge ist auch nicht sicher. Versicherungen lösen sich auf. Selbst die Helfer und Staatsbediensteten auf unseren Straßen sind nicht mehr sicher vor Pöbeleien und Angriffen. Die Respektlosigkeit nimmt Überhand und richtet sich willkürlich gegen jedermann, der gerade da ist. Mein Haus ist nicht sicher finanzierbar, weil immer neue Auflagen dazukommen. Ein Auto zu kaufen ist zum Würfelspiel geworden, denn niemand weiß, welche Antriebsform morgen ins Visier der Klimaschützer kommt.
Ich könnte hier noch sehr lange die Missstände dieser Welt aufzählen, aber es geht mir nicht darum, uns noch einmal aller Schlecht ins Gedächtnis zu rufen. Für mich war und ist das intellektuell auch sehr herausfordernd. Und ich weiß gar nicht, mit welchen vernünftigen Argumenten ich hier noch gegenhalten sollte. Ich habe während der Pandemie sehr deutlich gelernt, dass ich mich nicht auf Menschen verlassen kann und auch nicht auf das, was eine Mehrheit als Wahrheit diktiert. Die einzige Wahrheit ist in der Schrift. Wir sollen aber die Tatsachen dieser Welt kennen und sie richtig einordnen können. Die wahren Schuldigen sind doch nicht die Politiker, die die Mehrheit dem Volk offenbar für immer dümmer hält. Es sind doch nicht die Reichen dieser Welt, die mit ihrem Geld die Politik bestimmen, wobei ihnen die Menschen egal sind. Corona und die CO2-Katastrophe sind eben auch sehr lukrativ für einige Konzerne. Es ist doch nicht das Volk, das durch Wahl oder auch Nichtwahl eine Regierung hervorgebracht hat, der es in großen Teilen an echter Sachkompetenz fehlt. Wir wissen, dass es in Wirklichkeit Satan ist und wir wissen auch, dass es keine Hoffnung auf Verbesserungen in dieser Welt durch die Menschen allein gibt, seit Eva die verbotene Frucht gegessen hat. Und ich weiß nicht, ob die Älteren hier und in den anderen russlanddeutschen Gemeinden sich an ihre schlimmen Zeiten in der Sowjetunion erinnert fühlen. Sie sind einst in ein Land gekommen, wo im übertragenen Sinne Milch und Honig flossen und wo jeder seine Freiheit genießen durfte. Jetzt aber sehen wir seitens unserer Regierung einen immer totalitäreren Anspruch. Die Veränderungen sowohl in der Technik als auch in der Politik gehen inzwischen so rasant vonstatten, dass ein Hinterherlaufen aussichtslos erscheint. Was die Religionsausübung angeht, erleben wir derzeit noch eine große Freiheit. Wir dürfen auf die Straßen gehen und Bibel verteilen. Weltliche Gebäude stehen uns für Gottesdienste zur Verfügung. Hilfsorganisationen mit bibeltreuer Verkündigung werden geduldet, wenn auch nicht aktiv unterstützt. Noch geht also vieles. Und offenbar gibt es auch immer mehr Menschen, die sich nach der Sicherheit, die nur im Wort Gottes zu finden ist, sehnen und für diese Sehnsucht auch einiges einsetzen. Das rasante Wachstum unserer Gemeinde in Ostheim ist ein Zeichen dafür. Dafür mussten wir uns aber auch den neuen Medien öffnen, um diese gewinnbringend für den Herrn einsetzen zu können. Es ist falsch, diese Medien in Bausch und Bogen zu verteufeln, solange wir uns frei in ihnen bewegen können. Je mehr Likes und Follower die christlichen Inhalte haben, desto mehr Menschen werden darauf aufmerksam. Die digitale Welt regiert eben mehr auf Masse und nicht nur auf Klasse. Ein guter Beitrag auf YouTube braucht nicht nur Klicks, sondern auch den Daumen hoch und Abonnenten, damit die Steuerungstechnik, zum Beispiel von YouTube, diese Angebote in den Vorschlagslisten weiter nach oben setzt. Deswegen ist es nicht nur ein Mausklick, sondern drei, die wir tätigen sollten. Den ersten zum Anschauen, den zweiten zum Liken und den dritten für das Abonnement. Als Anbieter online zu sein, ist nicht schwierig, aber um gesehen zu werden, braucht es eine Fangemeinde. Wenn also die Ortsgemeinde auch eine gute Fangemeinde ist, wird auch die weltweite Gemeinde auf uns aufmerksam und teilt unsere Inhalte weltweit. Und das ist so ziemlich die einfachste Art der Evangelisation, an der wir uns alle beteiligen können. Dann kommen die Entwurzelten zu uns in die Gemeinden und können ihre eigentlichen Wurzeln finden. Wir überzeugen sie nicht mit Regeln, wir überzeugen sie auch nicht mit Verboten, wir überzeugen sie mit der Liebe Gottes. Wir zeigen ihnen, wie sie im Wort Gottes und dort allein Halt für ihr Leben finden können. Wir zeigen ihnen, wie sie den chaotischen Zuständen dieser Welt entgegentreten können. Wir zeigen ihnen auch, wie sie ihr Denken verändern lassen können, um nicht an dieser Welt irre zu werden. Und genau davon spricht auch unser Text heute. Das erste Kapitel im Buch der Psalmen dient uns als Wegweiser für unser ganzes Leben. Hier werden zwei unterschiedliche Menschentypen beschrieben, der Gottesfürchtige und der Gottlose. Und der erste Vers beginnt mit einem Zuruf, wohl dem. Wohl wird auch mit glückselig, beneidenswert, glücklich, selig oder gesegnet übersetzt. Das bezeichnet einen sehr guten Zustand. Einen Zustand, in dem jemand zufrieden und ruhig ist, wo er sich keine Sorgen macht und seinen Tag genießen kann. Er kann sich erfreuen an diesem Zustand. Wer ist in diesem Zustand? Häufig wird in den Übersetzungen auch Mann hinzugefügt, also wohl dem Mann. Das hebräische Wort lässt aber auch die Übersetzung Mensch zu. Es sind also grundsätzlich Menschen gemeint. Im ersten Vers wird beschrieben, was dieser Mensch nicht tut, während der zweite Vers beschreibt, was dieser Mensch tut, um diese Glückseligkeit zu erhalten. Drei negative Dinge meidet der Mensch. Er wandelt nicht nach dem Rat der Gottlosen, er tritt nicht auf den Weg der Sünder, er sitzt nicht mit den Spöttern zusammen. Der Gottlose ist ein moralisch verwerflicher Mensch. Er ist aktiv und konkret böse. Das Wort für Sünder bezeichnet einen Kriminellen bzw. jemanden, der einer Sache für schuldig befunden wurde. Der Spötter ist ein Mensch, der sich über andere entweder mit Schadenfreude oder auch mit Verachtung lustig macht.
Und mit diesen drei Menschentypen hat der Glückselige keinen Umgang. Weder geht er mit ihnen zusammen, noch betritt er aktiv ihre Wege, noch setzt er sich mit diesen zusammen und hat Gemeinschaft mit ihnen. Und wir sehen in diesen drei Bewegungsarten durchaus eine Steigerung. Das Mitgehen erscheint fast harmlos, man kann sich jederzeit wieder abwenden. Das auf den Weg treten bedeutet aber eine aktive Entscheidung, den gleichen Weg zu gehen, und zwar mit, aber auch ohne den Bösen. Und sitzen bedeutet klar Gemeinschaft haben, vielleicht im selben Haus, aber wohl auf jeden Fall am selben Tisch. Das erinnert uns ein wenig an den Dreiklang der sündigen Begierde aus Jakobus 1, wo geschrieben steht, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, den Tod. Wir dürfen keineswegs mit der Sünde spielen. Die Frage kann nicht lauten, wie weit kann ich gehen? Das funktioniert einfach nicht. Oder wie weit, meinst du, kannst du es spielen? Da ist dieses leckere Eis. Schauen, aber nicht anfassen. Anfassen, aber nicht schmecken. Schmecken, aber nicht schlucken. Wie soll das gehen? Solange deine Augen auf diese Versuchung starren, bist du ihr ausgeliefert. Und was sollst du stattdessen tun? Was ist der Ausweg? Die Schrift sagt, flieht der Sünde. Ja, und Vers 2 erklärt uns dazu deutlich, habe deine Lust am Gesetz des Herrn und denke Tag und Nacht darüber nach. Lust haben kann auch begierig sein nach übersetzt werden. Und damit sind wir bei einem wichtigen Prinzip im Kampf gegen die Sünde. Ersetze das Böse durch das Gute. Achte nicht auf die Begierden deines Herzens, sondern sei begierig nach dem Wort Gottes. Lies es, studiere es, denke darüber nach. Dieses Nachdenken verneint ganz klar jeden Gedanken an blindem Gehorsam. Nein, wir sollen aktiv darüber nachdenken, was Gott uns sagen will. Was sagt der Text über mich? Was sagt der Text zu mir? Wie kann ich diesen Text richtig verstehen und danach umsetzen? Tag und Nacht, also zu jeder wachen Stunde, kannst und sollst du dich mit der Bibel beschäftigen. Es gibt doch nichts Wichtigeres, oder? Wir können das auf so viele Weisen tun. Das Einfache lesen, das Betende lesen, das Hören, das Studieren der Querverweise, das Studieren des Kontextes, das Studieren im Urtext, Kommentare dazu lesen, Vorträge und Predigten zu dem Thema lesen oder hören und mit anderen darüber diskutieren und so weiter und so fort. Und weil wir wissen dürfen, dass die Bibel in ihrem Gesamtumfang und auch Wort für Wort Wahrheit ist, ist es das einzige Buch, an dem wir festhalten dürfen, ohne jemals enttäuscht zu werden. Denn was folgt daraus für uns? Vers 3 vergleicht uns mit einem Baum, der immer gut mit Wasser versorgt ist, der seine Frucht bringt, wenn es Zeit dafür ist und niemals verwelkt. Dieser Baum ist also immer grün, immer kräftig und immer wachsend. So geschieht es auch uns. Wir trinken vom Wasser des Lebens, wenn wir das Wort unseres Herrn lesen. Wir bringen Frucht in unseren Diensten und wir wachsen beständig in der Heiligung. Wer die Bibel gar nicht liest, droht zu verdursten. Gott hat uns nicht errettet, damit wir ihm blind folgen. Er will keine willenlosen Nachfolger. Es ist unser aller eigene Verantwortung, das, was er uns durch seine Gnade gegeben hat, auch anzuwenden, um Frucht zu bringen. Wenn wir, wie der Baum seine Wurzeln in die Erde senkt und damit ständig Kontakt zum frischen Wasser hat, unser Fundament in Christus haben und uns tief in sein Wort hineinsenken, dann sind wir fest verwurzelt mit ihm. Wir bleiben am Weinstock, wir bleiben auf dem schmalen Weg, wir ehren den Herrn. Denn was ist die Alternative? Ohne Wurzeln wird ein Baum nicht überleben. Er wird umfallen und sterben. Ein kleiner Windhauch kann ihn umwerfen. Genau das passiert in Vers 4. Die Gottlosen sind nicht so wie gerade beschrieben. Keine Lust am Wort des Herrn, nicht verwurzelt im Wort des Herrn und nicht heilig. Sie sind so wenig gefestigt und haben so wenig Halt, dass sie ganz leicht umzuwerfen sind. Sie richten ihr Fähnlein nach dem Wind, sie tun und lassen, was immer ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie sind entwurzelt. Sie haben keine Moral, außer ihrer eigenen, die sich zudem jeden Tag ändert. Sie haben keinen Halt im Leben, sondern werden fortgerissen von einem Ort zum anderen. Sie sind leicht beeinflussbar und ebenso leicht zu überzeugen. Man hält ihnen eine Möhre vor die Nase und sie laufen ihr hinterher. Was sehen wir denn zurzeit auf unseren Straßen? Sind das nicht genau die Menschen, die uns Gott hier beschreibt? Hier eine neue Partei, da eine neue Protestwelle. Menschen werden zufällig auf der Straße zusammengeschlagen. Jeder macht, was er will. Ampeln, Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen werden immer häufiger missachtet. Und diese Gesetzlosigkeit zieht sich doch durch unsere ganze Gesellschaft.
Wie lange wird es wohl noch dauern, bis das Durcheinander groß genug ist? Wie lange halten die menschlichen Strukturen noch, in denen wir leben? Wann rufen die Völker nach einem neuen Führer? Wann ist die Zeit des Antichristen gekommen? Doch diese Zeit müssen wir nicht fürchten. Wir kennen unseren Herrn, wir kennen seinen Plan mit dieser Welt. Wie sieht es denn am Ende aus? Das sagt uns Vers 5 ganz deutlich. Weil sie sich nicht an das Gesetz halten, werden die Gottlosen im Gericht, gemeint ist das Endgericht vor dem Thron Gottes, verurteilt. Auch jene, die sich scheinbar aber eben nur äußerlich zur Gemeinde gehalten haben, aber nie durch die enge Pforte des Glaubens gegangen sind, werden im Gericht nicht bestehen. Der Herr hat sie wie Spreu vom Weizen getrennt und wird sie für immer vernichten. Wie wir in Matthäus 3, Vers 12 lesen können, hat der Herr die Wurfschaufel, die also durch Hochwerfen der ausgedroschenen Getreidekörner im Wind den groben Spreu abtrennt, in der Hand, um diese Abtrennung zu vollziehen. Der gute Weizen wird in die Scheune gefahren, die Spreu aber wird im ewigen Feuer verbrennen. 2. Petrus 2, Vers 9 bestätigt uns das. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten, die Ungerechten aber bis zum Tag des Gerichts festhalten kann, wo sie bestraft werden. Vers 6 fasst dann die Gnade und Gerechtigkeit des Herrn zusammen. Zum einen, der Herr kennt den Weg des Gerechten. Wir dürfen den Satz nicht falsch verstehen. Gott sitzt hier nicht teilnahmslos dabei und schaut, was wir so tun. Er sieht nicht wie eine Kamera, was geschieht. Er sieht in uns hinein, in unser Herz. Er weiß, dass wir uns abmühen, dass wir kämpfen und wie wir es meinen. Er kennt unsere Herzenshaltung. Er weiß ganz genau um unser Streben, seine Ehre zu suchen. Er kennt jede Schicht, jede Facette unseres Daseins und kann daher genau und fehlerlos bestimmen, wer ein Gerechter vor ihm ist. Zum anderen, der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wer ohne Gott lebt, wird auch ohne Gott sterben. Wer sich zeitlebens nicht dazu aufraffen kann, Gott zu gehorchen und mit seinem ganzen Leben, der wird im ewigen Feuer brennen. Aber dieses Feuer ist eigentlich nur für Satan und seine Dämonen vorgesehen. Es ist die gerechte Strafe für den abtrünnigen Engel und seine Nachfolger. Gott hat nicht die Absicht, einen Menschen, eines seiner Geschöpfe, in den feurigen Abgrund zu werfen. In jeden Menschen hat er die Ewigkeit vor der Geburt hineingelegt. Jeder Mensch sehnt sich nach diesem Ort der vollkommenen Glückseligkeit. Darum suchen so viele ihr Halt in dem immer schneller, immer höher, immer weiter dieser Gesellschaft. Oder sie steigen aus und leben ganz für sich ihren eigenen Traum. Keiner von diesen ist aber wirklich glücklich. Doch die Hast und Hetze dieser Welt hat sie fortgerissen in einem Strudel der Verwirrung und der Lüge. Und sie wagen es nicht mehr, innezuhalten und in sich hineinzuhorchen. Denn dort finden sie nur Traurigkeit und Finsternis. Doch genau hier will Gott ihnen begegnen. Genau hier will er sie haben, damit er sich ihnen offenbaren kann. Die wirklich Elenden in dieser Welt greifen viel eher zu den Verheißungen des Wortes Gottes als die Übersättigten und Wohlhabenden, die keine echte Not kennen. Dabei vergessen sie die Not in ihren Herzen. Ihr ganzes Leben lang haben sie Zeit, sich Gott zuzuwenden. Und Gott, unser Herr, ist sehr gnädig. Er hat den Schächer am Kreuz ganz kurz vor knapp gerettet. Er hat meine Mutter 3 Tage vor ihrem Tod auf dem Krankenbett gerettet. Niemand kann von sich sagen, es sei zu spät. Zu spät ist erst nach dem Tod. Im Psalm 1 werden uns also Wohl und Wehe, Fluch und Segen vorgelegt. In aller Kürze legt uns dieser Psalm den Lauf der Dinge in dieser Welt vor. Wer Gott nachfolgt, steht gerecht vor Gott, bringt Frucht und ist fest verwurzelt. Wer Gott nicht nachfolgt, findet im Leben keinen Halt und fällt dem Verderben anheim. Es erscheint einfach. Und doch tun wir uns schwer damit. Die Versuchungen sind vielfältig, groß und allgegenwärtig. Die Schrift ermutigt uns aber immer wieder. Der weise Salomo schrieb in Sprüche 12, Vers 3, wer Unrecht tut, hat keinen Bestand. Doch der Gerechte steht wie ein tief verwurzelter Baum. Sprüche 11, Vers 30, der Gerechte ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Menschen für sich. Oft fragen wir uns auch, bringe ich überhaupt Frucht? Die Schrift unterscheidet 2 Arten von Frucht. Die eine Frucht ist die, dass Menschen zum Evangelium geführt werden.
Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Zum Beispiel durch direkte Ansprache, eine Andacht oder Predigt. Aber auch durch die Mitwirkung an der Erstellung oder Übersetzung einer Bibel oder eines Traktates oder eines Buches, das uns die Schrift aufschließt. Gesang und Musik sind evangelistisch. Auch die Ton-, Licht- und Bildtechnik sind evangelistisch. Ein guter Ton, eine gute Ausleuchtung, ein stabiles Bild mit ruhiger Kameraführung geben jeder Predigt eine gute Außenwirkung, sodass man sie gerne anhört oder anschaut. Wer in der Zeit der Kassetten groß geworden ist, wie ich, weiß, wie ärgerlich eine schlechte Aufnahme sein kann. Die Qualität, die wir heute mit recht einfachen Mitteln erreichen können, ist ein Mittel, um das Evangelium wirksam verbreiten zu können. Niemand schaut sich gerne verwackelte Bilder an. Und die andere Art Frucht meint die Früchte des Geistes. Das betrifft unsere Wesensveränderung. Wenn wir Zorn, Hass und Bitterkeit nicht überwinden können, bleiben wir auch in unseren Diensten fruchtlos. Doch die Arbeit, die Gottes Meißel an uns vollbringt, geschieht mit Bedacht und innerhalb einer Zeit, die Gott bestimmt hat. Niemand von uns wird je in seinem Leben vollendet sein. Bei manchen wachsen die Früchte des Geistes langsamer als bei anderen. Gott hat auch bei unserer Charakterbildung keine unnötige Eile. Er will, dass wir einsichtig sind und nicht etwa falsche bzw. hohle Früchte bringen, die beim kleinsten Druck zerfallen. Ja, und wer kennt es nicht? Der Alltag ist so vollgestopft, dass alle guten Vorsätze des Morgens am Abend verpufft sind. Und wir werden wieder vor Gott stehen und sagen müssen, ich habe nichts geschafft. Wir kennen alle unsere Ausreden. Ich muss jetzt das und das. Ich muss gleich da und da sein. Ich bin zu müde. Und dabei vergessen wir häufig, dass Gott nicht nur an einem Platz ist, sondern allgegenwärtig. Wir vergessen, dass der Heilige Geist unsere wirren und gestammelten Gebete mit unaussprechlichen Seufzern an Gott weitergibt. Und von daher gibt es eine einfache Gewohnheit zu lernen. Rede immer zu Gott. Nimm ihn mit zum Zähneputzen, nimm ihn mit zur Bahn, nimm ihn mit zum Arbeitsplatz, egal ob das dein Schreibtisch oder deine Maschine ist, nimm ihn mit ins Bett und öffne morgens die Augen mit ihm. Er ist doch die ganze Zeit da. Also sag ihm doch einfach, was du vorhast, wie es dir geht, welche Sorgen du dir machst. Er hört jedes Wort, das sein Kind ihm zuflüstert oder in Gedanken denkt. Er freut sich auch über ein kurzes Danke hier und da. Und so beteiligst du Gott an deinem Leben und hast eine Beziehung zu ihm. Und du wirst staunen, wie er dir antworten wird. So wächst denn auch die Lust an dem Gesetz des Herrn, das sein Wort ist. So bekommst du Lust auf die Bibel und auch daran, Gottes Gebote zu halten. Tu es doch einfach. Wer das alles nicht glaubt und vielleicht auch noch nie gehört hat, dem möchte ich ans Herz legen, fang heute damit an, Gott anzusprechen. Er wird sich dir zu erkennen geben. Du darfst ihn prüfen. Er ist nahbar. Da steht kein Priester zwischen dir und Gott. Da ist keine Sünde zu groß, die Gott nicht lösen könnte. Und auch deine Sünde ist nicht größer als die anderer Menschen. Du bist glücklich und zufrieden mit deinem Leben. Worauf hast du es gebaut? Auf einen Partner, der immer an deiner Seite sein wird? Menschen können ihre Meinung ändern, Liebe erkaltet. Baust du auf dein Geld? Kannst du dir damit Glück kaufen? Verlässt du dich auf deine Macht oder deinen Einfluss? Auch das kann dir jederzeit genommen werden. In dieser Ellbogengesellschaft ist auf niemanden wirklich Verlass. Nimm dir doch mal die Zeit, tief in dich hineinzuhören. Geh hinaus in die Natur, genieße sie. Und wenn du wirklich hinschaust und hinhörst, wirst du das Rufen deines Schöpfers hören. Du wirst die Sehnsucht in deinem Inneren erkennen, die du nie alleine stillen kannst. Du wirst all die ungelösten Dinge in deinem Leben erkennen, die dich niederdrücken. Du wirst erkennen, dass du dir deine Zukunft nicht aussuchen kannst. Und wenn du wirklich leben willst, bietet Gott dir seine Erlösung an. Wenn du zu ihm kommst, wirst du frei sein von der Last des Lebens. Du kannst beruhigt in eine unglaubliche Zukunft blicken, wo alle Gläubigen miteinander vereint sein werden. Für immer. Dein Leben endet nicht mit dem Tod. Es fängt dann erst an. Zögere nicht. Prüfe Gott. Er ist da.